Den kannst du einfach blind aufsprühen, egal zu welchem Anlass du gehst. Der geht einfach immer. Und wenn ich nur einen einzigen Duft in meinem Leben behalten dürfte, nur einen einzigen, würde ich behalten. Dieser Duft ist vom Himmel geschickt worden. Da wollte mich jemand sehr, sehr glücklich machen mit diesem Duft hier. Lässt dich nie wieder los. Du wirst schlaflose Nächte danach haben. Möchte ich nochmal ein großes Dankeschön an meine 20.000 Abonnenten rausschicken. Ihr seid die allerbesten. Das ist so eine coole Community. Und jetzt kommen wir zum Special. Es werden 4 Serjoff-Düfte verlost. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich quatsche wirklich sehr gern über Parfüm, eins der schönsten Themen auf dieser Welt. In dem heutigen Video geht es aber um ein ganz besonderes Thema. Und zwar, ich habe es mir aufgehoben für einen ganz bestimmten Moment. Und zwar habe ich 20.000 Abonnenten hier auf YouTube erreicht und es gibt ein Special. Ich habe mir nämlich dieses Top 10 Serjoff-Video, um das geht es nämlich heute, für diesen Moment aufgehoben. Es ist nämlich ein ganz, ganz besonderes Thema für mich, weil ich sehr, sehr viele Düfte von Serjoff sehr, sehr gut finde und es nicht einfach war, da eine Top 10 rauszusuchen. Ich habe es aber geschafft und ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, dass ich die 10 hier rausgesucht habe. Plus, und jetzt kommen wir zum Special. Es werden 4 Serjoff-Düfte verlost an euch. Der liebe Herbert hat sie mir zur Verfügung gestellt für euch. Ja, und ich werde meine Top 4, also wirklich meine Top 4, und auch das war nicht einfach rauszusuchen, werde ich verlosen. Ja, und was ihr dafür tun müsst, werde ich dann im Laufe des Videos sagen und ich werde euch natürlich verraten, welche Top 4 das sind. Deswegen bleibt gespannt und hör mir ganz genau zu. So, jetzt sage ich aber mal viel Spaß bei dem Video. Das hier ist jetzt aber der erste Duft, der es in dieses Video geschafft hat. Und zwar ist das hier Kobe. Ist ein Duft, der hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Das habe ich in jedem Video gesagt, in dem dieser Duft hier vorkam. Geh ihn auf jeden Fall testen. Und falls du in eine Parfümerie gehst, die Serjoff führt, geh als allererstes Kobe testen. Damit deine Nase nicht abgelenkt ist von anderen Düften und Duftnoten, geh ihn als erstes testen. Das sage ich jedes Mal, weil es ist ein sehr komplexer Duft und es ist nicht einfach, diesen Duft zu beschreiben. Ich versuche es trotzdem. Du kriegst hier nämlich am Anfang ein richtig krasses, zitrisches Opening mit Stil. Das sind ganz viele Bergamottnoten hier drin, ganz viele. Zitrisch, frisch, aber mit harzigen, herben Orangennoten. Ganz viel Orange bekommst du hier in your face. Das ist wirklich ein Power-Opening. Und dann nach der Zeit wird er wirklich facettenreich. Dann kriege ich am Ende orientalische süße Noten raus und leichte, diepe Gewürznoten. Ich kann dir aber nicht genau sagen, welches Gewürz das ist. Ich glaube, das ist kein Kardamom. Ich rieche oft Kardamom raus, aber das ist kein Kardamom. Das sind einfach orientalische, diepe Gewürze. Das ist ein deeper Frischling. Ein Frischling mit Tiefgang, würde ich jetzt mal sagen. Hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient, riecht für mich einfach nur nach Stil. Und das Beste an diesem Duft hier ist wirklich, Haltbarkeit und Sillage sind out of the universe. Also da kriegst du wirklich was für dein Geld. Kobe von Serjoff. So, jetzt mache ich weiter mit dem nächsten, weil dieses Video wird, glaube ich, eine Weile dauern. Pack also dein Popcorn aus. Du merkst es vielleicht, ich quatsche einfach sehr gerne. Hast du vielleicht auch in meinen letzten Videos gemerkt, dass ich gerne mal was über Düfte erzähle, deswegen könnte es eine Weile dauern. Der zweite Duft, der es in meine Top 10 geschafft hat, ist der hier, und zwar ist das Renaissance. Das ist ein Duft, der passt auch super gut gerade in die Jahreszeit. Ich glaube, ich hatte den im letzten Video drin. Wurde von mir rauf und runter getragen. Das sieht man vielleicht so ein bisschen am Füllstand. Das ist für meine Flakons eher selten, dass ich einen Duft wochenlang trage. Normalerweise ist das so, dass ich Düfte trage und dann erstmal vielleicht eine Woche wieder nicht oder zwei Wochen nicht und dann irgendwann wieder. Bei dem Duft war es aber so, es war einfach heiß draußen, es war wunderschönes Wetter und der hat so gut gepasst. Der riecht für mich nach dem Dolce Vita Style, nach einem sexy Italiener. Das ist ein Unisex-Duft, das heißt, du musst kein sexy Italiener sein, um diesen Duft zu tragen. Wie riecht er? Zitrisch, frisch nach Tonic Water, nach Minze, oh Gott, ist der schön. Nach Minze, er hat was leicht Bitteres, was leicht Grünes. Nach der Zeit wird er so ein bisschen cremiger, floraler, also er wird heller und hat dann eine leichte Moschusnote drin. Ich finde das so schön. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Duftverlauf für einen zitrischen Frischling. Aber in erster Linie wird er dich erfrischen, genau wie ein Tonic Water. Aber bitte nicht trinken. Haltbarkeit und Sillage ist bei dem Duft auch gut. Ich habe den über 8 Stunden wahrgenommen. Auf der Kleidung hält er nicht so lange wie auf meiner Haut. Das ist normalerweise bei mir umgekehrt, aber der hier hält auf meiner Haut besser. Sillage ist auch ein gutes oberes Mittelmaß. Ist kein Biest, aber den wirst du auf jeden Fall wahrnehmen im Sommer. Der erfrischt dich einfach nur.
Ich finde, ich glaube, ich habe im letzten Video gesagt, das war ein Männervideo, da habe ich den Duft beschrieben als der Träger. Den habe ich so beschrieben als einen stylischen Italiener in Rom. Natürlich musst du kein Italiener sein, aber irgendwie hat der Duft für mich was Italienisches einfach. Ja, bevor ich mich jetzt hier verquatsche, weiter geht's zum nächsten Duft. Alle Herjob-Düfte sind wie immer unten verlinkt. Der dritte Duft, der es in meine Top 10 geschafft hat, ist Argento. Das ist ein Duft, der geht immer, kommt immer gut an, ist ein Alleskönner, bringt sehr, sehr viele Komplimente. Und egal, wem ich diesen Duft gezeigt habe, alle haben ihn nachgekauft und waren begeistert davon. Deswegen würde ich fast schon sagen, hey, das ist ein Blindkaufkandidat. Wie riecht er? Einfach nur himmlisch. Ich habe den jetzt vorhin sogar schon mal gesprüht, deswegen bin ich gerade hin und weg, aber ich werde den jetzt hier nochmal aufsprühen. Fruchtig, frisch, leicht blumig, zitrisch. Du kriegst hier eine frische Ananas, du kriegst hier blumige Noten, du kriegst hier ganz viel Moschus. Die Moschusnote, die wird nach der Zeit immer präsenter, aber der Duft bleibt trotzdem immer frisch, fruchtig. Deswegen würde ich sogar fast sagen, das ist eine bessere Alternative zu Aventus. Das ist kein Zwilling, aber ich finde Argento einfach besser. Ich finde ihn origineller und ich finde ihn irgendwie angenehmer. Falls du fruchtige Noten auch noch sehr, sehr magst. Argento ist einfach so ein Duft, hey, den kannst du einfach blind aufsprühen, egal zu welchem Anlass du gehst. Der geht einfach immer. Haltbarkeit und Sillage auch super, super gut, top. Da passt einfach alles bei diesem Duft hier. Bevor ich jetzt hier durchdrehe, weiter geht's zum nächsten Serjoff in meiner Top 10. Ihr müsst aber wissen, die Reihenfolge hier spielt keine Rolle. Der nächste Top 10 Serjoff Duft ist 40 Knots. Das ist wirklich ein Duft, der haut rein. Sowas hast du noch nie gerochen. Falls du einen ganz, ganz, ganz besonderen Sommerduft suchst, geh diesen Duft hier testen. Der haut dich von den Latschen, oder wie sagt man das? Sagt man das so? Der haut dich von den Latschen? Ja, du weißt, was ich meine. Da kippst du vom Stuhl, sagen wir es mal so. Das ist nämlich ein Duft. Ich habe hier gerade diesen Deckel abgenommen und ich habe schon diese 40 Knots Vibes abbekommen. Das ist nämlich ein Duft aus der Join the Club Collection. Hey, der macht mich schon sprachlos, bevor ich jetzt hier überhaupt was aufgesprüht habe. Jetzt merkst du mal, wie gut ich diesen Duft hier finde. Du kriegst hier nämlich den Yacht-Lifestyle im Flakon. Das ist nämlich der Club der Yachten, den du jetzt hier bekommst. Du kriegst ganz, ganz viel frische, salzige und gleichzeitig süße Noten. Der riecht wirklich nach einer Meeresbrise, die du bekommst, wenn du mit 40 Knoten auf deiner Yacht, wenn du eine hast, ich habe keine, unterwegs bist. Meeresbrise, salzige Noten, Honig. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Honig auf diese Yacht gelangt ist, aber du kriegst hier plus dieser Meeresbrise auch noch ganz, ganz viel Honig und der wird nach der Zeit holziger. Hast du sowas je in deinem Leben gerochen? Also ich noch nicht. Und ich finde ihn sowas von originell. Vor allem im Sommer ist das ein Duft, mit dem wirst du imponieren. Das Geilste bei dem Duft, Haltbarkeit und Sillage, ist auch out of the universe. Also die ist wirklich sowas von gut. Deswegen go for it, geh ihn testen. Ich habe dir ja gesagt, teste als allererstes, wenn du in eine Boutique gehst oder in eine Parfümerie, die Serjoff führt, teste als erstes Kobe und danach 40 Knots. Oder bestell ihn einfach blind. Du merkst es. Ich finde ihn so unendlich gut, dass ich jetzt weitermachen muss. Sonst komme ich hier nicht voran, Leute. So, weiter geht's mit dem nächsten Duft. Und die Reihenfolge spielt jetzt hier keine Rolle. Die sind alle sehr, sehr gut. Aber ich habe mir am Ende trotzdem vier rausgesucht, die ich am besten, 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 besten finde. Von allen. Aber irgendwie spielt die, ja. Ihr merkt es einfach. Es ist schwer, hier einfach eine Nummer aufzustellen. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geht nicht. Weiter geht's. Weiter geht's mit einem der schönsten Vanilledüften überhaupt. Und zwar ist das hier Bouquet Ideal von Serjoff aus der Casa Morati Collection. Wenn du Vanille nicht magst, geh ihn trotzdem testen. Das war bei mir so. Ich mag ja Vanille eigentlich gar nicht, aber es gibt einige Düfte mit Vanille, die mich geflasht haben und das war einer der ersten. Von Nishane Arni ist auch ein Duft, ohne den kann ich nicht mehr. Und das hier ist der zweite Duft, ohne den ich nicht mehr kann, bei dem Vanille eine sehr große Rolle spielt. Ich sprühe den jetzt mal auf und hoffe, dass ich diesen Duft hier nicht komplett verfalle und aufhören muss zu reden. Ich werde mich jetzt hier beherrschen, weil, oh Gott, er ist so schön. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Du kriegst hier eine sehr, sehr, sehr elegante Vanille mit Zimt, mit würzigen Noten und mit Kaschmir. Der riecht für mich sowas von edel. Deswegen stelle ich mir bei dem Duft einfach immer so eine Villa vor mit Stuck, mit irgendwelchen Löwenstatuen in der Einfahrt. Einfach was sehr, sehr Royales. Genauso riecht der Duft für mich unglaublich gut. Haltbarkeit, über 8 Stunden, Sillage, oberes, gutes Mittelmaß. Das ist jetzt kein sehr biestiger Duft, aber du wirst ihn wahrnehmen auf eine ganz elegante, dezente Art. Das ist wie so eine Vanille-Aura, die dir zuzwinkert. Sagen wir es mal so. Ohne diese Vanille geht einfach mal gar nichts mehr. Bouquet ideal. Weiter mache ich jetzt mit dem nächsten Duft. Und jetzt komme ich zu einem Duft, der noch nie in einem Video von mir vorkam, weil ich ihn erst seit kurzem besitze. Es hat aber gereicht, dass dieser Duft in meine Top 10 gekommen ist. Weil es ist wie so ein Duft, der extra für mich konzipiert wurde. Sagen wir es mal so. Er riecht nämlich für mich wie ein Mix aus Kobe, den habe ich hier schon präsentiert, plus einem anderen Duft, den ich auch sehr, sehr liebe, und zwar ist das von Montal Orange Flowers. Wenn du die beiden Düfte zusammen mixt, kommt Ösel raus. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also ich weiß es nicht. Oesel. Ösel? Ja. Ich schreibe das hier auf jeden Fall drunter, wie dieser Duft geschrieben wird. Jetzt aber zum Duft. Warum bekommt er nicht mehr Aufmerksamkeit? Ich verstehe es nicht, weil das hier wirklich ein Duft ist mit Anspruch. Der riecht pompös, er riecht elegant, er riecht nobel. Er riecht nach einem sehr blumig, süßen Eleganzduft mit ganz, ganz viel Jasmin. Ich sprühe den jetzt mal auf. Aber das ist eine sehr besondere Jasmin. Das ist Jasmin mit einer harzigen, oh Gott, ist der schön, mit einer harzigen, holzigen Note. Ich rieche hier Akazie raus, die ist auch in der Duftpyramide drin. Akazie rieche ich hier auf jeden Fall raus und im Drydown bekommt er eine ganz leichte, süße Patchouli-Note. Dieser Duftverlauf ist out of the universe. Dieser Duft ist vom Himmel geschickt worden. Da wollte mich jemand sehr, sehr glücklich machen mit diesem Duft hier. Und ich frage mich wirklich, warum nicht mehr von diesem Duft gesprochen wird. Ich möchte das jetzt hier anstoßen. Bitte testet alle Oesel, also diesen Duft hier einfach. Und schreibt mir das dann bitte in die Kommentare. Oder schreibt mir das auf Instagram irgendwo. Schreibt mir, was ihr von diesem Duft hier haltet. Weil, sorry, warum? Warum wird er nicht öfter genannt? Ich verstehe es nicht. Und ich finde auch, das ist halt auch ein Duft mit einer verruchten, blumigen Note, die aber trotzdem unisex ist. Das darfst du jetzt nicht falsch verstehen. Es gibt viele Männer, die sagen, hey, zu viel Jasmin ist einfach was für Frauen. Er ist definitiv unisex, hat aber wirklich so eine verruchte, sexy, sagen wir mal, mystische Seite. Ach, und bevor ich es vergesse, mir wurde gesagt, ich habe die zwei Düfte nicht getestet, aber mir wurde gesagt, dass er eine sehr, sehr große Ähnlichkeit hat zu Jean-Paul Gaultier Fleur de Mal, der wurde ja eingestellt, und Gaultier 2. Und das sind eben beides Düfte, die sehr geliebt wurden und da heulen, glaube ich, ganz viele Leute diesen Düften hinterher. Und der soll eine sehr große Ähnlichkeit dazu haben. Ich kann das leider nicht sagen, weil ich habe die beiden Düfte nicht getestet. Die sind jetzt nicht mehr erhältlich. Aber ja, wollte ich mal weitergeben. Haltbarkeit und Sillage. Einfach nur super gut. Besser kann es nicht sein. Haltbarkeit über 10 Stunden, Sillage, top. Da brauchst du einen Sprühstoß und der reicht dir eigentlich aus. Das heißt was. Da kriegst du was für dein Geld. Genau. Bevor ich jetzt durchdrehe, auch bei dem Duft, weiter geht's zum nächsten. Ich habe jetzt hier heute schon wieder einen Bad Hair Day. Die möchten heute schon wieder nicht so, wie ich möchte. Das ist in letzter Zeit irgendwie öfter mal der Fall. Vielleicht muss ich mir mal was Neues überlegen mit meinen Haaren. Vielleicht mache ich mal was ganz anderes. Aber jetzt zurück zu diesem Duft hier, den ich schon in meiner Hand habe. Jetzt denkt ihr, Angelina, quatsch nicht so viel über deine Haare. Interessiert hier keinen. Es geht nämlich hier um den nächsten Duft, der in meine Top 10 kommt. Und zwar ist das Apollonia. Er ist wunderschön, der Flakon. Natürlich geht es um den Inhalt. Es zählen die inneren Werte, aber jetzt guckt ihr einfach trotzdem nochmal diesen Flakon an. Wie wunderschön ist der denn bitte? Das ist für mich nämlich ein Duft, der riecht für mich nach Sauberkeit. Und es gibt so viele Abonnenten, die Sauberkeit-Düfte angefragt haben, auch auf TikTok. Mich fragen so viele, hey, kannst du mir mal einen Duft nennen, der nach Waschmittel, nach frischer Wäsche und nach Sauberkeit riecht? Und das bekommst du hier. Das ist jetzt kein frische Wäscheduft, aber es ist ein Duft, der riecht nach Sauberkeit. Du kriegst hier so eine Sauberwolke, du kriegst hier ganz viel Moschus, du kriegst hier ganz viel leicht pudrige, süße, blumige Noten. Einfach wunderschön. Ich finde, der hat auch eine leichte Bleistiftnote, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist irgendwie diese Pudrigkeit, die hier drin ist, die erinnert mich so ein bisschen an einen Bleistift. Plus Blumen, plus ganz viele Blumen. Er riecht für mich auch so ein bisschen kalt. Er riecht für mich
nach so einer kalten Seife auch irgendwie. Aber ganz schwer zu beschreiben, aber in erster Linie ist das wirklich ein sehr zarter Duft, der ganz viele Komplimente bringt. Und nach Sauberkeit riecht. Ich kann das nicht anders beschreiben. Es ist so schwer, diesen Duft hier zu beschreiben. Das ist einfach so ein Wohlfühlduft, den du die ganze Zeit um dich herum haben möchtest. Wie eine Sauberwolke um dich. Sauberwolke passt, glaube ich, ganz gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auf dem Mond so riecht. Apollonia. Haltbarkeit über 7 Stunden. Das ist der alte Flakon übrigens. Ah, bevor ich das vergesse. Er wurde reformuliert. Das ist noch der alte Flakon, über den ich jetzt hier spreche. Ich hoffe, da wurde nicht viel dran geändert. Haltbarkeit bei mir auf der Haut 7 Stunden. Siage ein gutes oberes Mittelmaß. Also es reicht auf jeden Fall für ganz viele Komplimente. So, und jetzt mache ich weiter mit dem nächsten Duft. Ich habe noch 3 für dich. Und dann sind die 10 schon voll. Und dann werde ich dir die 4 Düfte nennen, die verlost werden. Meine Top 4, die ich ganz mühsam zusammengekratzt habe. Es war nicht einfach. Ihr habt es vielleicht schon erwartet und jetzt kommt auch dieser Duft tatsächlich zum Einsatz. Das hier ist Opera, ohne den geht gar nichts. Natürlich musste der in meine Top 10 rein. Ist nämlich für mich ein Duft, der riecht sehr glamourös nach einer sehr pompösen Dame. Sagen wir es mal so, ist ein Unisex-Duft. Nicht falsch verstehen, aber wenn ich den aufsprühe, habe ich eine sehr pompöse Dame mit einer sehr verruchten Seite im Kopf. Und zwar ist das, ich habe das glaube ich mal in einem Video gesagt, das ist ein Duft, der riecht für mich nach einer Dame, sehr sexy, bei Moulin Rouge auf der Bühne. Es gibt einen Duft von Histoire de Parfum, der riecht nach dem Backstage-Bereich, aber das hier ist wirklich ein... Das ist ein Duft für die Bühne. Das ist eine Show, das ist eine Glamour-Frau eben mit dieser verruchten Seite. Moulin Rouge, die Tänzerin dort, da wissen wir alle, dass die eine verruchte Seite haben. Dass die leicht sexy bekleidet sind und ich finde, dass diese Noten hat dieser Duft auch. Ich glaube, da gibt es einige, die mir vielleicht da nicht zustimmen werden, aber für mich riecht er einfach so. Weil das ein Duft ist, der ist nicht leicht zu beschreiben. Der hat wirklich komplette versteckte Seiten, die du erst herausfinden musst. Und zwar kriegst du hier, oh mein Gott, du kriegst hier blumige Noten, würzige Noten. Am Anfang eine ganz, ganz leichte Bubblegum-Note. Dann wird der pudriger, dann wird der aber auch gleichzeitig frischer. Der hat irgendwie beides, eine pudrige Seite und eine frischige Seite. Aber diese würzigen Blumennoten sind hier immer drin. Und dann nach der Zeit entwickelt sich hier eine Leder-Patchouli-Note raus. Und das ist die Note, die ich so verrucht finde. Deswegen hatte ich Moulin Rouge im Kopf, diese Tänzerinnen auf der Bühne. Die haben ja trotzdem auch einen Glamour-Faktor. Die sind auch pompös für mich. Und deswegen passt der Duft einfach zu diesem Bühnenbild, das ich im Kopf habe. Haltbarkeit, über 3 Tage, Siage, top. Also wenn die sich damit einsprühen, richtig das komplette Moulin Rouge einfach nur nach Opera von Serjoff. Bevor ich durchdrehe, auch bei dem, ich drehe bei jedem Duft hier durch, merkst du vielleicht, mache ich weiter mit dem nächsten Duft. Ich habe nämlich noch 2. Und einer, der kommt jetzt auch, ich werde jetzt mit dem weitermachen. Weil wenn du meinen Kanal schon länger verfolgt hast, weißt du, dass der jetzt auf jeden Fall mal zum Einsatz kommen muss, weil das auch so eine Art heiliger Gral von mir ist. Und das ist er auch schon, das ist Pico Valladama und das ist wirklich mein Duft. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt bereuen werde, was ich jetzt hier sage, aber zum Stand heute würde ich sogar sagen, wenn ich nur einen einzigen Duft in meinem Leben behalten dürfte, nur einen einzigen, würde ich Pico Valladama behalten. Das ist ein Duft, da kriege ich gleich Tränen in den Augen. Merkt man das? Ja. Wie riecht er? Die edelste Seife, die es auf dieser Welt gibt. Die edelste Seife mit blumigen Noten, mit ganz viel pudrigen Noten, mit einer Weihrauchnote, mit Muskat. Aber in erster Linie ist das wirklich ein sowas von eleganter Duft. Jetzt kurz mal, oh Gott, ich sprühe den jetzt mal nicht auf. Ich sprühe den nicht auf. Zur Erzählung von diesem Duft hier. Das finde ich ja auch ganz cool. Das habe ich schon mal in einem Video erzählt, aber ich mache das jetzt einfach nochmal, weil wir jetzt hier in einem Special-Video sind, in einem Top 10 Serjoff-Video. Das ist ein Duft, der hat ja einen Background, deswegen heißt er Pico Valladama. Er wurde nämlich so genannt, weil es gibt eine Erzählung von Puschkin aus dem Jahr 1834, war das, glaube ich, in der Erzählung hat ein Mann, ich werde jetzt nicht alles erzählen, aber ein Mann hat auf die Pik-Dame gesetzt und sein komplettes Vermögen damit verloren. Da gibt es dann noch eine Story mit einer Wahrsagerin, die ihm das empfohlen hat, aber er hat das falsch verstanden und er hat auf die Pik-Dame gesetzt, obwohl er gar nicht auf die Pik-Dame hätte setzen dürfen. Und ja, die Pik-Dame, die hat ihn dann in sein Unglück gestürzt und ich glaube, das wird dieser Duft auch mit dir tun, weil wenn du ihn einmal gerochen hast, der lässt dich nie wieder los. Du wirst schlaflose Nächte danach haben, bis du ihn bei dir zu Hause stehen hast. Das wird so sein. Das ist so ein geiler, also
Wirklich, das ist der beste Duft, den ich schon lange gerochen habe. Der wird deine Welt erschüttern. Die edelste Seife, die es überhaupt auf dieser Welt gibt, mit pudrigen, blumigen Noten. So, Punkt. Haltbarkeit, 3 Tage oder sogar länger bis zur nächsten Wäsche. Sillage, top. Also wirklich top. Davon brauchst du nicht viel. Ihr seht, für meine Verhältnisse ist hier wirklich schon sehr viel abgeflossen und ich glaube, die nächsten Tage wird dieser Duft auch sehr oft in Einsatz kommen, weil ich gerade wirklich diesen Film gerade fahre. So, bevor ich jetzt aber auch bei dem Duft durchdrehe, das sage ich jetzt bei jedem Duft hier, mache ich weiter mit dem letzten Duft in meiner Top 10 und da könnt ihr jetzt auch mal pausieren und vielleicht mal einen Kommentar hinterlassen. Schreibt mir mal rein, was ihr denn denkt, welcher Duft jetzt kommt. Dieses Meisterwerk, meine Lieben, darf in diesem Video natürlich nicht fehlen. Da habt ihr vielleicht schon drauf gewartet. Alexandria 2, hey, es gibt kein Top 10 Video ohne Alexandria 2. Das ist ein Meisterwerk, wie es im Buche steht. Und zwar ist das ein Duft, da sage ich gerne mal, da passt der Satz gut, stille Wasser sind tief. Ich habe ja auch ein Video gemacht für Haus des Geldes oder mit Haus des Geldes, mit der Serie. Und da habe ich den Charakteren Düfte zugeordnet und der Professor hat diesen Duft von mir zugeordnet bekommen, weil ich finde, das ist auch so ein Typ, bei dem denkt man, hey, stille Wasser sind sowas von übertrieben tief. Jetzt aber zum Duft, ich sprühe den mal kurz auf. Du kriegst hier, also er ist auch komplex, es ist nicht einfach, diesen Duft zu beschreiben. Du kriegst hier Lavendel, ganz, ganz warmen Lavendel am Anfang, dann kriegst du warme Hölzer am Anfang. Ich rieche eine Marzipannote raus. Dann kriegst du Trockenfrüchte und zimtige Noten. Nach der Zeit kriegst du hier, wenn der sich auf deiner Haut entfaltet, was er zu 100% machen wird, kriegst du hier eine sehr, sehr tiefe schwarze Rose. Er wird cremiger und ich finde, diese Marzipannote kommt immer mehr zur Geltung. Es ist kein Marzipan drin, aber ich rieche da irgendeine Marzipannote raus. Und dann bekommst du diese weiche Hutnote, die einfach nur majestätisch riecht. Das ist einfach ein majestätischer Meisterwerk-Duft. Anders kann ich es nicht beschreiben. Also wirklich, das ist, den musst du mal auf deine Haut getestet haben. Natürlich kann es sein, dass er sich auf deine Haut ganz anders entfaltet, aber bei mir wird er einfach nur wunderschön cremig. Das ist echt so ein, ich würde sagen, fast schon ein Sex-in-a-Bottle-Duft. Er ist unglaublich verführerisch und anziehend und mit dem musst du auch aufpassen. Haltbarkeit und Sillage, top. Also wirklich top. Da kriegst du auch was für dein Geld. Erwarte ich aber auch, weil der, ich glaube, der ist relativ hoch bewertet. Bei allen Parfüm-Enthusiasten ist der relativ hoch bewertet und das ist auch zu Recht so geschehen. Hat einen Grund und natürlich ist er auch in meiner Top 10 drin. So, das war jetzt hier der letzte Duft. Das waren meine 10 Düfte. Es war nicht einfach. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Ihr habt vielleicht erwartet, dass noch Herba Pura reinfällt oder vielleicht noch andere Düfte. Naxos zum Beispiel ist ja auch ein Duft, der sehr gehypt wird. Ich habe aber lange überlegt und ich dachte, hey, in meine Top 10 kommt der Duft nicht, also Naxos oder jetzt zum Beispiel Herba Pura, obwohl ich sie sehr gut finde, immer empfehlen werde. Aber wenn es nur um 10 geht, dann waren das meine 10 Düfte. Und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil, auf den ihr wahrscheinlich die ganze Zeit gewartet habt. Welche 4 Düfte werden verlost? Bevor ich das aber jetzt sage, möchte ich nochmal ein großes Dankeschön an meine 20.000 Abonnenten rausschicken. Ihr seid die allerbesten. Das ist so eine coole Community. Es macht so viel Spaß für euch, Videos aufzunehmen, mit euch zu schreiben, auf Instagram, auf TikTok, hier auf YouTube. Es ist einfach unglaublich schön mit euch. Und ich hoffe, das wird noch ein paar Jahre so weitergehen. Das ist nämlich wirklich ein Hobby von mir, das mein Herz aufblühen lässt. Ja, und bevor ich jetzt hier emotional werde, nenne ich dir jetzt hier die 4 Düfte und danach sage ich dir, was du dafür tun musst, um diese 4 Düfte zu gewinnen. So, Trommelwirbel. Also, die 4 Düfte sind auch wirklich meine Top 4. Das sind meine Top 4, die ich rausgesucht habe von Serjoff. Es war nicht einfach, aber ich habe mich jetzt hier festgelegt. Und zwar, einer davon ist Kobe. Kobe wird verlost, das ist einfach ein Meisterwerk. Dann, kannst du es dir vielleicht schon denken, wird Picovaya Dama verlost. Das ist ja mein heiliger Gral, meine Nummer 1. Also natürlich ist er in meiner Top 4 drin von meinen Serjoff-Düften. Dann noch ein anderer Duft, ich weiß nicht, ob du das vielleicht rausgehört hast, ist auch noch Fortinots. Also Fortinots hat ja meine Welt erschüttert. So was Geiles habe ich im Sommer noch nie gerochen. Und dann wisst ihr, dass ich auch Sauberdüfte liebe. Ich liebe Düfte, die nach Sauberkeit riechen. Und das ist halt einfach mal bei Apollonia der Fall. So, diese 4 Düfte werden verlost. 2 davon werden in diesem Video verlost. Sollen wir gerade mit diesen 2 weitermachen? Ja, machen wir mit denen weiter. Apollonia wird verlost und Fortinots werden in diesem Video verlost. Und die anderen 2 werden unter meinen Abonnenten verlost beim nächsten Video. Das heißt, ganz wichtig, abonniere diesen Kanal, damit du das nicht verpasst. Klick unten ganz wichtig die Glocke an, dass du jedes Mal eine Nachricht bekommst, dass ein neues Video von mir online kommt.
oder gekommen ist, jetzt werde ich schon hier ganz hibbelig. Und dann siehst du das, dann kannst du ja auch mitmachen. So, was musst du tun? Schreib mir, ganz wichtig, unten rein, welchen Duft du gewinnen möchtest in diesem Video. Möchtest du 40 Knots gewinnen oder möchtest du Apollonia gewinnen? Beides Top-Düfte. Also ich könnte mich nicht entscheiden. Und dann werde ich das kreativste Kommentar wieder raussuchen. Das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Kreativität gewinnt. Die Gewinner werden dann von mir angeschrieben. Wie viel Zeit gebe ich dir? Ich würde mal sagen, 6 Tage gebe ich dir Zeit, um dein kreatives Kommentar hier zu verfassen. Und dann, ja, wünsche ich dir viel Spaß mit deinem neuen Flakon. Alle Informationen findest du natürlich unten in der Beschreibung. Falls ich dir jetzt hier zu schnell war, falls du irgendwas nicht verstanden hast, ist alles unten nochmal reingetippt. Deswegen, hey, viel Spaß beim Kommentar verfassen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und ja, beim nächsten Video, ich weiß noch nicht, welches Video das wird, aber ich habe da so eine Idee, was ich machen könnte. Beim nächsten Video wird Pico Valladama und Kobe verlost. Also, wie geil ist das denn bitte? Und nochmal ein großes Dankeschön an Herbert, der die Flakons zur Verfügung stellt für dieses Gewinnspiel. Vielen, vielen Dank. Küsschen gehen raus. Und bevor ich jetzt hier wirklich am Durchdrehen bin, ihr merkt es vielleicht, ich bin hier ganz hibbelig schon, höre ich auf mit diesem Video. Ich hoffe, du hattest Spaß. Abonnier diesen Kanal, damit du keine Videos mehr verpasst, keine Verlosungen mehr verpasst, gar nichts mehr verpasst. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee. Ich hatte heute erst 2. Normalerweise habe ich ungefähr 4 am Tag. Deswegen fehlen noch 2. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.